Ah, jetzt steht die Sa Sonne. Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Scamp. Ja, hier kam eben schon wieder so einer ganz schnell reingeflitzt. Da habe ich mir gedacht, ich hole euch mal eben fix rein. Wollt mal da vorne zu dem Tower gehen. Einmal das Feld begutachten hier. Und mal sehen, ob es etwas da oben gibt. Oh, ich muss auf jeden Fall auch was trinken, sehe ich gerade. Das werde ich gleich mal in Angriff nehmen. Aber hier oben bin ich ja, denke ich, einigermaßen safe. Oh, guck mal. Prüfe. Brauche ich nicht. Die haue ich mir so in die Figur. Was ist jetzt Getränk? Getrunken. Ach, ich habe diese Maske noch auf. Ah, ja, genau. Alles drin. Ja, was hier immer ein bisschen nervig war, als ich hier meine Base hatte damals. Damals, naja, vor 2 Jahren. War das halt die Zombies hier immer alle gespawnt sind, ne? Gut, das bringt jetzt nicht ganz so viel. Dass denn hier ja doch immer mal die Zombies gespawnt sind. Außerhalb der Flagge natürlich, aber sie sind, da musstest du hin, da musstest du erstmal wegklatschen. So, ja, aber dann hattest du auch deine Ruhe, ne? Dann war ja auch. Oh, 9 mm. Ein Schuss. Kann ich das Magazin hier einmal auffüllen, ne? So. Jo. Ja, aber ansonsten war es cool. Hast hier deine Tankstelle gehabt und alles, ne? So, wie sieht es jetzt hier aus mit Zombies? Müssen wir echt aufpassen. Mal gucken, wie viel Pfeile ich noch habe. An den Bogen bitte wieder in die Hand. Ich muss sagen, ist für mich trotzdem immer noch so sehr. Acht. Sehr ungewohnt hier in der Ego zu spielen. Weil man muss sich hier schon drehen, ne? Also es ist schon. Wie gesagt, auf der einen Seite finde ich es cool, auf der anderen Seite treibt das den Anspannungseffekt schon noch ein bisschen höher. Aber das ist okay, das wollen wir ja. Bisschen Anspannung, bisschen Spaß haben, das ist schon nicht schlecht. Oh, hier sieht mal. So, der Platz hat sich definitiv gelohnt. Paar Nägel, nimm die auch mal mit. Zeitung, die flackert ein bisschen. Oh, geil, ein Schloss. Ja, die verkaufe ich eigentlich ungerne. Die habe ich lieber für mich selber. Halt um den. Um selber, wenn ich mal irgendwo bin, einmal abschließen zu können. Wie gesagt, ich möchte es auch einmal ausprobieren.
wie es ist, wenn man halt keine Base baut, sondern sich so die Hütten nimmt. Wanderstiefel, ja, sind nicht jetzt so schlecht. Ich glaube, ich nehme das tatsächlich auch schon mal mit. Weil wir den Platz haben. Jetzt können wir ja, jetzt haben wir ja Platz. Nachher verkauft wieder so viel, dass der Händler nachher nichts mehr hat. Um zweites. Die nehmen wir auch ruhig mal mit. Die kannst du auch mitnehmen. Bolzen sind nicht so verkehrt. Die brauchen wir bestimmt auch noch mal. Ja, mal sehen, wenn wir wieder Bleiplatten habe ich, dann könnten wir eigentlich noch eine große Kiste bauen. Vielleicht baue ich noch mal eine große Kiste beim Händler. Mache ich aber offline dann, ne? Mache ich eine Offline-Kiste fertig. Eine Offline-Kiste. Da ist noch ein Akkuschrauber. Wir haben schon einen. Ich habe eigentlich noch nie Weihnachtskugeln verkauft. Vielleicht sind die ja Gold wert, die Weihnachtskugeln. Gold. 87%. Ja, dann könnte man vielleicht auch verkaufen. So. So, dann würde ich gerne noch da hinten zum Tower flitzen. Da würde ich auch gerne noch mal raufschauen. Da ist ja auch noch ein kleiner Unterstand. Nicht, dass hier doch noch ein Flieger irgendwo versteckt steht. Das wäre der Hammer, Leute. Ich meine, eigentlich so schlecht war es ja nicht. Ich habe mich vielleicht beim Auto. Beim Auto aufbauen vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen zurückgehalten. Ein bisschen mehr zurückgehalten. Das hätte ich weitaus schneller wohl hinbekommen. Aber in dem Fall hat sich es ja tatsächlich mal angeboten. So, ich glaube, dann kannst du auch oben mal pinkeln. Gleich ein Zombie klatscht tot. Nein, Zombies können keine Leitern hochgehen. So, du musstest. Ein Häufchen sogar. Auf den kannst du aber hier mal um die Ecke machen, ne? Gucken wir hier mal rein. Was sind hier im Schlappen? Schlappen! Nö. Auf die Schlappen machen wir Häufchen. Ja. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Das wäre der Hammer, hier im Flieger noch zu finden. Das wäre richtig krass, krass gewesen. Aber ich glaube nicht. Das wäre wieder was für diese Dingsgeschichte. Aber wie gesagt, ich würde, glaube ich, tatsächlich ein Wasserflugzeug. Ich weiß, ich kann ein Wasserflugzeug auch an Land landen. Also in Real geht das, ja, ich weiß. In Real Life gibt es welche, die das können. Schön. Oh, wartet mal. So. Kohlehydrate und Fett. Ich meine, das. Aber was wir haben, haben wir. Eigentlich müsste ich doch noch einen Rager haben. Den aufbauen. Weil da kriegst du noch eine Kiste mehr rein, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Weil hier in unserem bekommst du drei. Und in dem Pickup bekommst du mehr. So. Okidoki, also hier ist nichts. Dann gehen wir noch schnell einmal in die Butzen da hinten und dann sind wir hier durch.
Dann geht's weiter Richtung Händler. Spritkanister sind voll. Auto ist eigentlich voll getankt. Alles gar kein Problem. Das ist super. Und dann können wir hier abrücken. Dann war das hier ein schön erfolgreiches Flugfeld. Ah, jetzt steht die Sonne. Ich würde jetzt, mich würde nur mal interessieren, ob die auf Sicht oder auf Gehör. Also ich meine, die gehen ja mehr auf Geräusch. Das ist ja so der typische Puppet, ne? Würde ich sagen. Das heißt, wenn er mich hört, läuft er auf mich zu. Aber auf der Distanz, wenn ich jetzt nach links oder rechts weggeschlichen wäre, wäre doch theoretisch. Theoretisch hätte der doch dann. Ist ganz schön voll, lass die mal liegen. Geh mal lieber ins Gebäude. Müsste der doch theoretisch. Vorbeilaufen. Oder nicht wissen, wo ich bin. Ups. Oder? Theoretisch wäre das, meine ich, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, es ist noch eine Werkstatt hier. Aber wisst ihr, was mir hier so ein bisschen fehlt? So kaputte Flugzeuge. Überall stehen kaputte Autos, LKWs. Aber es gibt keine kaputten Flugzeuge. Hier wird nicht. Und hier ist natürlich richtig gut. Oh, das Seil. Ah, jetzt kann ich auch, glaube ich. Scheiße. Warte mal, kann ich jetzt nicht das Schwert bauen? Ja, könnte ich, wenn ich hätte. Passt mal auf, ich lege das mal raus. Ich nehme das mal mit. Das nehme ich. Scheiße, das ist ja so groß, ne? Leute, kommt. Ich komme gleich wieder. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Jetzt muss ich noch mal gucken. So, öffne mal. So, dann geht das da rein. Das geht rein. Das bleibt rein, rein, rein. Erstmal alles rein. Mal schön den Horcher machen. Den will ich mitnehmen. Habe ich da. So. Dann sind wir hier auch durch. Ja, ich meine, ich hätte noch so in Erinnerung.
Was fehlt denn noch? Es fehlt noch ein Schrott. Ernsthaft? Was ist da? Ah, eine Pilotenmütze. Wie geil. Ich krieg mein Schwert hier noch zusammengebaut, Leute. Ganz bestimmt. Sag euch das. Zack. So, jetzt aber Handwerk. Zurück. Und bauen. Ja. Macht auch gar keinen Lärm. Nö. Nö. Habe ich einen eingeschaltet? Ja, habe ich. Sehr gut. So, dann hoffe ich mal. Die kriege ich schon unter, keine Angst. Das ist nicht das Problem. Weil wir jetzt sowieso gleich soll ich wohl gerade sagen, warum machst du denn das nicht? Jopp. Es war nur provisorisch, aber ich glaube, es ist besser als eine Keule, oder? Also lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage es so. So, gut. Dann würde ich sagen, alles für den Händler eingeschmissen oder allgemein erstmal alles rein. Fliegerkäppchen. Dann sag ich mal, das war's. Du Kiste bleibst hier. Tank ist voll. Wow. Pff. Auf, wie geht's los? Auf, wie geht's? Schön, wenn wir noch ein paar Fronttüren finden würden. So, wo muss ich? Gucken wir gleich unten nach. War eigentlich Richtung Norden. Tank voll, Batterie voll. Super, ja, schön. War noch schön, zwei schöne Runden. Ja, wir könnten jetzt den Rager da hinten noch zerlegen. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt im Moment nicht ganz so viel Bock drauf. Also wenn wir hier gleich um die Ecke einen Rager finden würden, der Motor hat. Ich meine, jetzt geht das ja mit dem Auto. Man kriegt ja genug rein. Jetzt ist das ja überhaupt kein Problem. Könnte man eigentlich mal machen. Weil ich wüsste ja wo, sogar, wo einer mit Motor ist. Also zu 100% hier weiter im Süden. Okay. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo müssen wir lang? Eigentlich nördlich. Da lang. Wir wollen ja Richtung Händler fahren. Das war, machen wir das zusammen? Wollen wir die Tour zusammen machen? Ja, ne? Komm, machen wir heute mal eine Tour zusammen. Hier mit dem Automobil. Das war, aber wir haben nicht ein Fallschirm gefunden. Hm. Und nicht einen Schuh. Wie gesagt, ich, da habe ich so viel Schuhe da drin gefunden. Dich einfach mal ein bisschen rollen. Ein paar Pfeile möchte ich gerne auf jeden Fall noch haben. Wie gesagt, wir fahren ja auch noch mal nach Hause. Mal schön ausbremsen hier. Da unten müsste auch noch ein Boot liegen. Trinken müsstest du wieder.
Ja, ich denke, wir fahren nach dem Händler, nach, wie gesagt, nach Hause und machen da dann vielleicht auch noch mal Dinge. Weiß ich aber noch nicht, wie viel Lust ich habe. Weil wenn überhaupt, würde ich die Butze, die wir jetzt haben. Also doch, ich glaube, wir fahren einmal zu Hause vorbei, um zu gucken, was noch in den Kisten ist. So. Das würde ich dann mal machen. Ja, nee, du kannst mich mal. Hier wollen wir nicht, ne? Gab es eigentlich schon eine Abzweigung? Habe ich eine Abzweigung verpasst? Ne. Ich glaube nicht, ne? Weil es gibt noch so viele Spots. Ne, weiter, weiter, weiter. So viele Spots, coole Spots noch. Auch ganz weit oben im Norden. Sollten wir echt nochmal eine Schneegeschichte machen. Wie gesagt, Observatorium nochmal bei Tag machen und richtig durchlooten. Dann gibt es ja auch noch das eine oder andere Militärgedöns, wo wir rein wollen. Also wie gesagt, Bunker reizt mich auf der einen Seite, auf der einen Seite. Also die Killbox mache ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da rein will. Wenn, dann schieben wir es ganz nach hinten, weil Killbox weiß ich nicht. Und das, was ich weiß, ist fürchterlich. Das, was ich weiß, ist fürchterlich. So. Müsste doch jetzt irgendwann bald der. Hier müsste es eine Straße. Ah, hier ist sie doch schon. Ui, Lauchi. Was geht hier denn ab? Die andere Kiste hatte ich eingepackt, ne? Ja. Mich würde auch mal interessieren, ob es einen Unterschied gibt zwischen der MP5 mit gekauften Schalldämpfer, so wie wir es haben, oder die MP5 SD, ob es da Unterschiede gibt. Kann das sein, dass die MP5 SD diese 9,35 hat? Munition? Ist das die, oder ist denn die 9,35 für die russische SD, für die russische SD-Variante? Ich weiß, es gibt ja normalerweise auch richtige Silencer-Munition. Dann wären die Dinger richtig leise. Die haben dann zwar nicht mehr so eine hohe Reichweite, aber halt, sie sind leise. Ich fahre schön vorsichtig. Oh, war der Weg so weit? Ja, er war so weit. Muss er mal wieder tanken oder was? Ja, ich würde dann unten auch noch mal gucken, ob ich noch eine Kiste, eine Metallkiste gebaut kriege. Gerade für Sprit. Kanister, wenn wir noch mehr finden, so viel Sprit, wie wir kriegen. Ist doch super. Dann würde ich auch einmal noch mal gucken, ob wir hier Goldhaar, also was Gold kostet. Weil sollte das mal der Fall sein und wir machen irgendwas, einen Bunker oder etwas richtig Fettes, wo die Wahrscheinlichkeit zu sterben ziemlich hoch ist, würde ich dann einen Unterstand bauen. Halt als Spawnpunkt und dann kann man ja direkt dahin spawnen. Oder halt direkt bei uns ins Lager, das weiß ich noch nicht. Aber da müsste ich mal gucken, was Gold kostet. Wieso habe ich das Gefühl, ich habe jetzt den. Ne, da unten ist es. Meine Güte, ist das lang? Ich habe mir echt die längste Strecke hier ausgesucht, oder? Wie lange fahren wir denn jetzt hier schon die runter? Meine Güte.
So, da sind wir, meine Lieben. Da sind wir. Ich würde sagen, ich packe uns einfach jetzt mal, damit wir schon mal anfangen können. Wir haben ja noch ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht mit euch hier die Kisten umstapeln. Ich glaube, das interessiert euch auch nicht so fürchterlich. Aber wir können ja. Mal durchschnaufen. Schön, oder? Schön. So, hier haben wir das Spritzeug. Da sind Lampen. Ich packe das mal als auch Truhe. Truhe 2. Und meine private Truhe. So. Okay. Dann gucken wir, was haben wir denn hier? So, das können wir schon mal mitnehmen. Das mal auf private Truhe. Mach die mal auf. Da geht dann schon mal das hier rein. Zack. Dann packen wir das hier rein. Das brauchen wir hier drin erstmal nicht. So. Sehr gut. Dann erstmal Auto. Zack. 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 Das packe ich alles in die private. Die will ich ja dafür. Soll das ja alles hier bleiben. Und das hier auch mal mit rein. So ein bisschen ordentlich. Das ist das, das, das. Boah, ja, jetzt muss ich mal gucken. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen was für. Ah, ich bin am Überlegen, die tatsächlich zu behalten. Das wäre auch mal. Das ist eine MP5-Schiene. Super, die haben wir. Aber ich möchte mir ja gerne noch mal eine zweite aufbauen. Passt mal auf, ich mache das mal so. 44er Munition. Die andere machte ja. Braucht der ACP-Muni? Die braucht der MC. Er hat ACP, genau. Die braucht der ACP. Neun Millimeter Leuchtspur lasse ich. So. Vielleicht solltest du erstmal so Sachen nehmen. Einfach mal wegräumen hier, ne? So, die ganzen Schlösser können raus. Die nimmt der Handy auch. Das denke ich auch. Zack, 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 die ganzen Bolzen. Hier ist noch ein Schloss. Eine Brille. Das nimmt der andere Vogel. Lupe geht mal weg. MK18 Schalldämpfer. Ich weiß sowieso, wie das ist, dass ich nachher mir sowieso. So, okay. Gehen wir erstmal los. Was haben wir denn hier in der. Nee, hier unseren General. Ah, dass ich mir sowieso nachher irgendwie ein Scharfschützengewehr noch kaufe. Weil das würde ich gerne noch haben wollen. So ein bisschen irgendwas auf Distanz. Obwohl eigentlich. Eigentlich, Leute. Was ich habe. Guck mal, das habe ich. Für dich erstmal. Dann habe ich das für dich. Bist du damit erstmal glücklich? Nur gucken nicht, dass ich hier Sachen verkaufe, die du nicht haben sollst. So. Okay.
Danke für diese schönen Erneute. Blumen. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht. Und oh, wir sind bei 200 Ruhmspunkte, Leute. Either prices are not negotiable. Sollst du das hier auch alles If kriegen? you want me to buy that, you better give me good price. Okay, das ist jetzt hier so ein angebrochenes Ding natürlich. Das bringt auch schon gut was. Okay. Ach so, ich wollte gleich mal reingucken. Prices are not Was für Möglichkeiten? Ja, gut, da brauchen wir 250. 31.000 für Dirtbike kosten. Hätte ich hier ein Bike gekriegt? Hier hätte ich eins gekriegt. Oben kriege ich keins, vielleicht wegen Schnee. Vielleicht wegen Schnee. So, wo ist der? Guck mal, unser Auto, dann könnte ich doch hier nochmal aufladen. Also alles, was wir noch so an Muni vielleicht raushauen wollen, würden tun. Guck mal, die zum Beispiel. Die würde ich tatsächlich. Weiß nicht, wenn wir nochmal eine wieder brauchen sollten. Schwierig. Ach komm, finden wir immer wieder. Denke ich. Die braucht, nimmt da gerne. Hier waren die Masken. Das würde ich tatsächlich erstmal behalten. So, was sagt eigentlich die Zeit? Oh, 32. Ja, komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch einen Gang zusammen. Jetzt ein bisschen länger. Aber wir machen jetzt hier noch 1, Fliegekiste. Die würde ich tatsächlich verkaufen wollen. Aber die kriege ich nicht mehr rein, ne? Ja, dann lässt es. Ist ja auch egal. Ne, die Batterie können wir auch noch lassen. Komm, nimmst das noch mit? Das? Das? Hey. Die Maske nimmst du noch mit? Nimmst du das noch? Das, die Handschuhe und so. Wir haben welche an, ne? Ja. So, okay. Alles klar. So, das verscherbeln wir jetzt nochmal gemeinschaftlich auf die fixe, schnelle. Und dann mache ich offline, räume ich erstmal die Kisten auf, dass ich einen Überblick habe. Und dann können wir halt einmal schauen. Dass wir den Restverkauf kriegen. Ich bereite dann alles vor, soweit, dass wir dann auch nicht mehr so viel suchen müssen. Aber das machen wir ja noch schnell. Welcome, Das welcome. Here's what we got. machen wir. Die Fliegermaske. Was ist das? Ach so, genau da. Das, das. Das Messermast nimmst du auch? Okay. Hau ich das mal mit weg. Let's see what you have. Ist wahrscheinlich, weil es zivil ist. Oh, da habe ich noch eine Lampe vergessen. Farewell, mate. Da habe ich noch eine Lampe Prices vergessen. are not negotiable. If you want me to buy that, you better give me good price. So, dann wollen wir mal sehen, was der. Wo haben wir den denn? Unser Ammo-Typ. Ah, da, er hat gerade einen Sale. Nee. Ist wahrscheinlich nicht wirklich. Hallo, mein bester Freund. Security reasons, obviously.
Verkauf. Viper Munition, Leuchtspur, Parksensor, Stichweste etc. etc. Boah. Sehr gut. Was würde eigentlich Nahkampf? Kampfwaffe. Eieiei. So ein Katana kostet uns einen Zehner. Was ist das? Tangdao Damaskus. Ja, kann man bestimmt doch aber alles auch finden, ne? Kaufen machen wir später. So, gut, Leute. Also, ich räume auf. Werd hier mal ein bisschen was trinken. Das hat sie nötig. Und dann sehen wir uns morgen hier beim weiteren Verkauf. Plan machen wir morgen, weil ich habe noch gar keinen. Ich denke, wir fahren einmal rüber zu unserer Heimat, schauen, was wir in den Kisten haben. Und dann fahren wir mal hier oben hoch. Da möchte ich gerne mal ein bisschen durchgucken, dass wir hier hinten mal hinfahren. Hier das sowas ab, wegfrühstücken. Das hier, ja, hier können wir auch noch mal das. Mann, wir haben doch noch irgendwo hier den ganzen Wolfswagen voll mit Material. Da war doch auch ein Notstromgenerator drin und sowas. Oh, ich glaube, war das hier, Leute? Ja, das machen wir. Ja, super, Plan steht. Also zack, hin. Dann machen wir es aber ganz anders. Dann fahren wir von hier los. Gucken, das war ja das, war das nicht. Wo hier, meine ich, war ja irgendwo diese Superkirche und der Wolfswagen, der voll war. Und wenn wir das haben, fahren wir einmal runter, hier wieder zurück zu unserer Heimat. Gucken wir, ob ich vielleicht doch hier hinten dieses kleine Türmchen aufbaue, meine Fahne setze. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache oder nicht, zum Testen vielleicht später. Und dann, wenn wir hier fertig sind, fahren wir hoch. Also, da, das ist der Plan für die nächsten Folgen. Ich denke, das wird ganz gut. Aber morgen erstmal ein wenig nicht looten, sondern verkaufen. Also Leute, macht's gut, euer Mach. Ciao. Oh, schönen Dank, dass ihr dabei wart. So, dann wollen wir mal ein bisschen sortieren.